Yo, meine Freunde, was geht ab? Euch XR, bin hier am Start, am Clash of Clans Freitag mit dem Halloween-Update. Ehrlich gesagt, ich habe ein bisschen mehr erwartet. Ich sehe irgendwie so gut wie gar nichts. Okay, wir haben eine neue Musik. Die hört ihr nicht, sehr gut. Also ich habe ja die Musik im Video raus. Also wir haben einen neuen Spielsound. Was zum Teufel? Was für ein Anfang. Wir haben einen neuen Spielsound. Wir haben einen neuen Titelbildschirm, also so ein neues Bildscreen-Dings. Was ist das für ein Video bisher? Grauenvoll. Es tut mir leid. Und wir haben jetzt, wo war's? Hier an diesem Busch sind so Kürbisse und da kommt so ein Geräusch, das ihr auch gerade nicht hört, aber wenn ihr selbst spielt, hört ihr das ja. Neben dem denke ich, dass auch wieder Dingsbums kommen. Wie heißen die? Grabsteine oder so. Von letztem Jahr, aber das ist mein allererstes Halloween in Clash und ich habe gehofft, dass es so eine bessere Stimmung wird, also dass dann so eine Vignette eingebaut ist, also dass es so am Rand dunkler ist und dass es irgendwie ein bisschen, naja, gruseliger aussieht, so ein bisschen atmosphärischer, dass hier vielleicht so kleine Geister durch die Luft fliegen. Nein, das wird nie passieren, aber ich habe irgendwie gehofft, es wird irgendwas Besonderes. Naja, wir haben einen 1-Gem-Zauberfabrik-Boost, was, naja, nicht so wahnsinnig viel bringt. Wir könnten die jetzt jammen für 2 Stunden, aber irgendwie, naja, für mich lohnt sich das nicht. Ich würde besser finden, wenn Kasernen oder Collector-Boost wäre, aber leider nicht. Ihr seht schon, wir machen heute eine zweigeteilte Folge. Wir reden einmal über das Halloween-Update. Das haben wir leider jetzt schon komplett gemacht, weil mehr gibt es nicht. Aber im zweiten Teil werden wir unsere Base umbauen und davor werde ich ganz kurz reden, was ich gemacht habe. Also, ihr seht schon, ich habe die Gebäude ein bisschen umgesetzt. Das war eigentlich nur so provisorisch. Meine Queen geht auf Level 4. So, ich habe so ein bisschen die Lager aufgewertet. Dann mein Clanbook ist in einem Tag und 3 Stunden fertig. Meine 2 X-Bows sind fertig. Einer ist hier und der andere ist hier oben. Sind die beide auf Luft und Boden? Ja. So, die sind fertig. Dann, ich konnte mich nicht zusammenreißen. Es tut mir leid. Ich hatte so viel Gold und dann wollte ich unbedingt schon ein neues Gebäude aufwerten. Ich weiß, ich sollte zuerst die alten auf die gleiche Stufe wie die bringen, aber ich wollte den Minenwerfer auf Level 7 bringen. Dann sehen die so cool aus und dann werfen die diese oder schießen diese brennenden Feuerbälle ab. Deswegen wollte ich einen aufwerten. Es tut mir leid, es sind ja nur 7 Tage. neben dem, also im Labor habe ich noch immer nichts gemacht. Warum? Weil ich jetzt alle Lager auf der maximalen Stufe habe. Das heißt, ich habe mein ganzes Elixier für die Lager als erstes ausgegeben und jetzt sind ja alle fertig, beziehungsweise das letzte in 4 Tagen. Gems brauchen wir nicht. Jetzt spare ich einfach mein Elixier für meine Ladies und dann sehen wir weiter. Wir haben ja genug Zeit, wir wollen ja nicht zu sehr rushen. Mehr hat sich, glaube ich, nicht verändert, oder? Nur alle Lager und Clanburg war ja letztes Mal schon X-Bows fertig. Queen auf Level 4 und ja, meine Lager. wie eben schon gesagt, der Minenwerfer. Es tut mir leid, ich wollte ihn aufwerten. Ich hätte mich für diese Mauern entscheiden können, aber ich habe sowas von keine Lust auf diese Goldmauern. Da kommen so merkwürdige Töne bei den Bäumen raus, die ihr nicht hört. Merkwürdig, merkwürdig. Naja, wir bauen heute eine neue Farmbase. Es wird Zeit. Das sieht hier sehr, sehr, sehr chaotisch aus. Ach so, das hatten wir ja letztens noch gar nicht. Ich habe alles gekauft, also zack, zack, zack. Zack, zack, zack und hier zack, zack, zack. Das heißt, achso, das war auch in der Zwischenzeit. Ich habe die Luftabwehr gekauft, ich habe den Magierturm gekauft, ich habe den Bogeturm gekauft und ich habe den Tesla gekauft. Und den Luftfeger. Das ist, ja, den hier. Also ich habe alles nochmal gekauft. Also das war ja letzte Woche noch nicht. Aber ich freue mich so. Ich will endlich farmen und den ganzen Kram machen. Die Musik ist cool. Ich glaube, ich lege Halloween-Musik drunter. Ja, es wird Zeit, dass wir umbauen im gruseligen Halloween-Stil, weswegen auch immer. Wir bauen heute, ihr habt mir so wahnsinnig viele Bases vorgeschlagen,
Vielen Dank dafür oder ja, dafür, dazu. Was? Ich kann noch nicht mal reden. Vielen Dank, dass ihr mir die ganzen Vorschläge gemacht habt. Ich mache trotzdem keinen von euch. Doch, ich werde bestimmt auch eine Base von euch bauen. Aber heute bauen wir die Base von einem Clan-Mitglied von mir, der jetzt Rathaus Level 10 ist. Basti hat mir damals, ich glaube, es ist schon 2-3 Monate her, hat er gesagt, ich baue meine Base um, wenn du Lust hast, kann ich dir meine screenshotten. Und dann kannst du die, wenn du Rathaus Level 9 bist, nachbauen, weil die hat mir sehr, sehr, sehr geholfen, um Dunkles zu beschützen. Und ihr kennt mich, meine ganzen Lager sind mir egal, sofern das Dunkle beschützt wird. Deswegen bauen wir heute wieder eine Base, bei der das Dunkle hauptsächlich geschützt wird, die Lager aber nicht so weit außen wie hier stehen. Doch, also teilweise schon, aber ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Also sie sind dann alles in... Es gibt dann 4 verschiedene Compartments und hier sind es ja nur 1, 2, also das ist ja 1, also 1 und das sind dann so, naja, kann man auch als 1 zählen, weil wenn man oben reinkommt, sind beide drin. Das heißt, hier sind 2 Compartments, da sind dann 4 plus eine extra Zusatzmauer. Wir sehen das gleich, wir bauen das. Die Base ist so kompliziert und ich hatte so wahnsinnige Probleme letzten Dienstag beim Clash of Clans Low Level X Ken Video Dingsbums mit den Mauern, die haben mich so geärgert. Deswegen habe ich heute eben vor 5 Minuten schon mal die Mauern gezogen, habe die Fallen hingesetzt, habe die Bauhütten hingesetzt und wir müssen auch die Gebäude reinziehen. Und wir gucken uns das jetzt an. So sieht das schöne Teil aus. Es sieht so ein bisschen, naja, es sieht hässlich aus wegen diesen goldenen Mauern, aber der Rest sieht eigentlich ziemlich cool aus. Wir haben. Das könnte eigentlich sogar so ein kleines Bösewicht-Teil sein, also so ein Gespenst oder so ein Geist oder so ein böses Teil. Wenn man das recht betrachtet, könnten das hier so die Augen sein. Okay, wir brauchen jetzt sehr, sehr, sehr viel Fantasie. Das sind die Augen. Ja, wir gehen mal auf Boden. Das sind die Augen und das sind irgendwie die Flügel, also hier rechts und links. Und hier unten ist so das Maul und der guckt so irgendwie so böse, grimmig und oben ist der Kopf. Was auch immer, oder die Haare, also wenn man sich so ein bisschen vorstellt, könnte das ein Ungeheuer sein. Naja, vielleicht sieht's ja einer auf jeden Fall. Wir haben Halloween, ja, also muss man ja, also noch nicht, aber Halloween Update, also von daher, irgendwie muss das sein. Das heißt, wir haben 4 Compartments, 1, 2, 3, 4, also 1, 2, 3, 4, ihr seht das ja nicht, wenn ich da drauf tippe, da stehen die Lager drin. In der Mitte ist normalerweise, also in der Mitte ist ganz logisch das Dunkle. Plus, was ich sehr liebe, Clanburg plus King und Queen plus Xbox plus Tesla. Mehr Beschützung oder mehr Schutz, Aua. Mehr Schutz fürs Dunkle geht gar nicht. Ist natürlich eine Farmbase und wir haben hier die Lager drin in diesen 4 Compartments, aber außen haben wir so eine extra Mauer. Was mir sehr gefällt und die Fallen habe ich jetzt einfach mal. Basti hat die so ähnlich, aber ich habe ein bisschen was getauscht. Aber naja, wir werden sehen. Wir fangen direkt an. So, wir packen als allererstes mal unser Rathaus nach außen hin. Da ist unsere Farmbase. Das kann uns schön geklaut werden. Und das ist uns egal. Hauptsache, wir beschützen unser Dunkles. So, Dunkles wird gesetzt in die Mitte. Ich hätte auch mit dem Gold, also. Gut, ich komme immer wieder vom Thema ab. Ich hätte auch mit dem Gold, also ich habe ja den Minenwerfer aufgewertet. Ich hätte ja auch meine Mauern aufwerten können, beziehungsweise eine weitere Mauer auf Level 9. Die sehen so schick aus. Ich freue mich so darauf. Nein, nicht eine weitere Mauer auf Level 9. Eine Mauer auf Level 10 hätte ich mit den 3 Millionen aufwerten können, aber dann habe ich gedacht, nee, hältst du dich noch ein bisschen zurück für Mauer zu Max, dann kannst du mit den Mauern übertreiben. Aber jetzt halten wir uns noch ein bisschen zurück. So. Dunkles ist in der Mitte, jetzt kommt die Clanburg. Ich liebe es, wenn die Clanburg in der Mitte ist, wenn die nicht so leicht gelockt werden kann. Das ist wirklich optimal. Das ist wirklich optimal. Also, ihr hättet am Anfang stoppen können, dann hättet ihr es schön nachbauen können. Ich finde das einfacher, die Mauern, wenn man so eine leere Base hat, finde ich das einfacher nachzubauen. Dann sieht man, sobald man Fehler hat, wenn dann nicht so diese weißen Linien gleich sind, also ihr seht das ja hier mit den Lücken, dann hat man, also wenn irgendwas falsch ist, dann sieht man das direkt und wenn man so eine direkte Base hat, dann kann man schneller Fehler machen. So, King einmal nach links und Queen einmal nach rechts. Wir haben noch immer keinen Namen für sie. So, jetzt kommen unsere 2 Xbox hin.
Die sind leider noch auf Level 1. Ich wollte die auch schon aufwerten, aber naja, meine Bauarbeiter sind dauerhaft wieder beschäftigt, 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 dumme Bauarbeiter. Problem hierbei, was ich jetzt baue. Wir haben natürlich noch ein paar Gebäude auf Low-Level-Stufe. Deswegen ist jetzt hier dieser Tesla auf Level 1, aber das wird sich noch ändern. So, wir haben Teslas um das Dunkle, X-Boss, King, Queen, Clanburg, plus einmal Skelettfalle, plus Luftmine, plus Luftmine. Ich glaube, mehr geschützt geht fast gar nicht, das ist sehr übertrieben. Und wir haben zweimal diese Doppelriesenbomben. Nein, das wollte ich nicht. Zweimal diese Doppelriesenbombe für Hawks, was ich sehr, sehr wichtig bei einer Base finde. So. Wir sollten mal anfangen, ein paar Gebäude zu verteilen. Wir haben einmal... Gut, von der Luftseite ist es ein bisschen schwach. Wir haben einmal Luftwege nach unten, einmal nach oben. Als Basti die Base gebaut hat, gab es nur einen Luftfeger. Und dann kam der zweite und er hat gedacht, oh, diese scheiß Luftfeger. Ich glaube, der stand eine Zeit lang nur da unten am Rathaus. Ich kann mich nicht mehr erinnern, aber... Naja, Luftfeger, was soll man machen? Einer nach oben, einer nach unten. Ist egal, wenn die von rechts oder links kommen. Die stehlen sowieso nichts von mir, ja? Ganz ehrlich, in meiner gesamten Clash-Karriere, im normalen Modus, also im normalen Spielmodus, wurde ich, glaube ich, höchstens 5-mal von Lufttruppen angegriffen, sonst nie. Sehr, 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 sehr selten. Naja, so, jetzt kommt einmal links Luftabwehr, einmal rechts Luftabwehr, einmal mit dem Minenwerfer getauscht. Also einmal Minenwerfer hier vorne, einmal Minenwerfer da unten. Natürlich, dass das Dunkle auch weiterhin geschützt ist und dass die Luftabwehr auch diesen Bereich irgendwie schützt. So, weiter geht's hier unten. Hier kommt das Gleiche, ihr wisst es. Dass wir hier einmal links das machen, dann kommt das und dann auf der anderen Seite genau umgekehrt, genau wie oben. Wieso sage ich eigentlich so oft, ihr wisst es, wenn ihr gar nicht wisst, was ich sage? Sehr merkwürdig. So, also hier noch Level 2 Luftabwehr, ja. Ich habe die wenigstens schon einmal aufgewertet, aber Level 2, ganz ehrlich, es tut mir leid. So, Magierturm, ein Magierturm nach hier und, ja, wir müssen aufpassen, Magiertürme kommen in den ganzen Ecken. Wir können einen, ich glaube, ich setze den nach da und dann ist das dann so verlockend von unten anzugreifen. Wir müssen die Magiertürme aufwerten, der hier ist noch auf Level 1. Oh Gott, okay. Wir haben die Magiertürme sehr zentral verteilt. Die decken auf jeden Fall so die Mitte ab. Nicht komplett das Dunkle, aber die sind sehr, sehr zentral verteilt. Ich finde das sehr gut. Mein Spiel hat gestoppt. What the fuck? Okay, wir sehen uns in einer Sekunde wieder. Ich packe die Magiertürme wieder weg. Wieso stoppt die Aufnahme jetzt? Haben wir alles reingesetzt? Ja. Okay, wir sehen uns in einer Sekunde wieder. Eine Sekunde. So, wir sind wieder da. Ich habe keine Ahnung, wieso mein Spiel gestoppt hat. Egal. Wir sind am gleichen Punkt wie vorher. Wir müssen jetzt die Magiertürme reinsetzen. Leider ist der eine noch auf Level 1. Und wir müssen ihn dringend aufwerten, sonst wird es zu leicht, in meine Base einzudringen. Okay, alle 4 Magiertürme reingesetzt. Als nächstes kommen die ganzen Lager. Ich mache die einmal Gold, einmal Elixier. Wir tauschen das einfach mal. Hier kommt das Low und da kommt das Low. Dann kommt einmal Elix noch hier unten hin und dann noch einmal Elix hier oben hin. So. Und hier. So, und jetzt kommen die Goldlager hin. Eins hier. Ich finde die Base richtig gut. Ich bin sehr gespannt, wie sie klappt. Ich finde es einfach... Die sieht toll aus. Die sieht wirklich toll aus. So, wir haben alle Magiertürme verteilt. Wir haben alle Minenwerfer verteilt. Wir haben alle Luftabwehren verteilt. Wir haben alle Lager verteilt. Jetzt kommen die Kanonen- und Bogitürme einmal hier rein und hier rein. Und dann einmal hier. Und ich finde es gut, dass sie so symmetrisch ist. Also sehr symmetrisch und einfach mega cool. Ich finde die toll. Und hier oben kommt noch eine extra Kanone hin. Eben die Lücke. So. Zack. Jetzt fehlt nur noch... Haben wir noch einen Bogitürme? Wir haben 3 Bogitürme. Wow. Okay. Wir füllen als nächstes, würde ich sagen, die Lücken hier. Einmal einen Bogiturm nach hier. Und dann hier einmal einen Bogiturm hin. Und dann kommt hier unten eine Kanone hin. Wer hätte es gedacht? Und links kommt dann hier eine Kanone hin. Und dann kommt hier vor einmal ein Bogiturm. So. Und hier vor kommt dann Mr. Level 5 Bogiturm. Oh Gott. Ist schon ein bisschen peinlich.
Aber naja, hiervor kommt einmal der dunkle Bohrer und hier kommt der andere dunkle Bohrer hin. Jetzt zum Schluss ist einfach nur so ein bisschen, wir verteilen die Gebäude nach Lust und Laune und es soll irgendwie halbwegs vernünftig aussehen. Ein Lager hierhin, ein Lager hierhin, passt auch schön. Und dann kommt einmal hier das Labor hin. Und dann die anderen zwei Lager, passt auch genau in die Lücke. Ich bin froh, wenn die zwei auch dann so aussehen, das sieht einfach toll aus. Ich liebe dieses Design, also alles ist dann so dunkel bei dieser Base und wenn dann die Mauern auf Level 10 sind, dann leuchten die auch noch so. Wow. Wow, wow, wow. In einem Video habe ich letztens so oft wow gesagt, das war ein bisschen nervig. Es tut mir leid. Okay, weiter geht's mit Goldmine. Und dann kommt dunkle Kaserne. Ah, einer hat mich gefragt, wann wertest du deine dunkle Kaserne auch für die Hexen? Ehrlich gesagt, das ist bei mir nicht so dringend. Da gibt es sehr, sehr, sehr viele Gebäude und Sachen, die ich vorher aufwerten werde. Also nicht nur, dass mir die Bauarbeiter fehlen, sondern das Elixier verwende ich da lieber erstmal für das Labor. Also, wir können ja demnächst reden, was meine nächsten Pläne sind, aber Hexen, ganz ehrlich, das dauert noch ein bisschen, die brauche ich nicht unbedingt, da mache ich lieber, was gibt es, da werte ich lieber meine Bohrer auf, also hier, wo sind sie, hier, also werte ich lieber die Bohrer auf oder mache ich irgendwas im Labor, ich glaube, das wäre spannender, beziehungsweise das wäre wichtiger als Hexen, na, nicht unbedingt momentan. Und wichtig ist mir natürlich mit dem Dunklen, dass ich die Queen sehr, sehr schnell auf Level 5 kriege. Gut, wir sind auf gutem Weg. Vielleicht ist sie bald schon auf Level 5. Wir sind ja jetzt auf Level 4. Und ja, dann ist mir eigentlich wichtig, dass ich die auf 10 bringe. Und dann können wir ja mal gucken. Wir sind fast fertig. Wow. Die Kasernen werden übrigens 1 cm reingeschoben, beziehungsweise ein Feld. So, das ist die Base. Wir können auch nicht mal komplett rauszoomen, dass alles in einem Feld ist. Da ist immer so unten was abgeschnitten oder oben. Die sieht einfach mega krass aus, oder? Findet ihr das auch so oder finde ich das nur so? Das war ein sehr merkwürdiger Satz, es tut mir leid. Wir gucken uns das jetzt an. Wir aktivieren diese Base. Oh shit. Nice. Mir gefällt die sehr, sehr, sehr gut. Abgesehen von diesen, naja, hässlichen Goldmauern da oben. Und von diesem Baby-Magier-Turm da. Und von diesem Baby-Bogenturm und von dieser Baby-Luftabwehr und von diesem Baby-Tesla. Aber mir gefällt die sehr, sehr gut und also die Clanburg ist gut geschützt. Ich glaube, da gibt es Leute, die einfach zu doof sind und einfach so angreifen. Wir werden sehen. Vielleicht kann ich Sonntag oder Freitag, je nachdem, muss ich ja wieder vorproduzieren wegen der Uni. Also im Freitag-Video, also nächste Woche Freitag, ist meine Queen dann noch nicht auf 5, weil ich das vorproduzieren muss. Aber vielleicht kann ich dann euch ja schon die ersten Verteidigungen zeigen. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Also als nächstes, wir können noch 2 Minuten reden. Als nächstes kümmere ich mich mit meinem Elixier um meine Ladies und mit meinem Gold, naja, leider um diese Babygebäude. Die muss ich aufwerten, das tut mir leid. Also ich muss das machen, Ladies damit, dass damit Dunkles ist für die Queen. Das sind die nächsten Aufgaben. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr hattet einen schönen Halloween-Freitag-Tag. Es ist gar nicht Halloween, ich weiß, es dauert noch, aber naja. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Das freut mich natürlich. Und hoffentlich sehen wir uns dann im nächsten Gleich-Video wieder. Freitags, sonntags oder dienstags. Haut rein, Freunde, bis zum nächsten Mal. Ciao.